So, ein wunderschön. Ja, ein Let's Play, ein bisschen out of order mache ich jetzt mal. Eigentlich würde jetzt mein Test, das Vanilla Let's Play, rankommen. Kommt denn leider erst nächste Woche, weil ich habe für diese Woche zwei andere Sachen vor. Und zwar habe ich, ich bin so also keiner Nostalgic-Fan, deswegen spiele ich auch hauptsächlich sowas wie Doom. Weil ich mag es halt einfach schön, klassisch, einfach und vor allen Dingen alt. Umso älter, umso besser. Und in dem Zuge habe ich ein bisschen recherchiert, bisschen rumgeguckt wegen Mindclone, ältere Version, weil Mindclone 2 schreibt ja von Mindclone ab und die Idee dahinter ist ja viel älter, also praktisch Minecraft zu implementieren oder zu imitieren, je nachdem. Und da habe ich das hier gefunden, Minitest, ein Spiel, das ja praktisch wie gesagt in der, ich weiß jetzt nicht, gedankliche Vorläufer quasi von Mindclone ist. Und genau das werden wir jetzt spielen. Keine Ahnung, ob eine Folge oder zwei Folgen, aber ich habe zwei Folgen angesetzt. In dem Sinne, deswegen auch die Zahl hier hinten mit 01. So, ja, das kann eigentlich schon wieder weg. Nein, nicht neu, löschen. So. Mindtest. Nein, Minitest. Jetzt bin ich schon raus hier. Minitest. Ist auch schon eingestellt. Das war. Ich weiß gar nicht. Wurde gemacht, wurde aber relativ lange verfolgt, das Projekt. Deswegen, es ist noch ein relativ Frühstadium. Es ist auch, wie gesagt, eingestellt, also da kommt auch nichts mehr Neues. Aber wir werden trotzdem einfach mal spielen, einfach mal um zu gucken, was so damals so möglich war. Wichtig ist für jeder, der das hier nachtesten möchte, er muss den MapGen V6 benutzen, weil der MapGen V7, der funktioniert hiermit nicht mit dem Spiel. Da habt ihr überall nur Stone. Ja, Stone und Kohle quasi. Und halt Wasser. Ansonsten gar nichts. Keine Landschaft, kein Sand, keine Bäume, nichts. Wirklich nur Gestein, Wasser und in dem Gestein halt ab und zu mal Mineralien. Was euch aber nicht allzu viel bringt, weil ohne Holz könnt ihr keine Hacke bauen und ohne Hacke könnt ihr gar nicht abbauen. Ja. Okay. Mal gucken, gibt es hier eigentlich Tiere? Ja, der MapGen, der ist wohl irgendwie, ich weiß jetzt nicht, ob ich gerade mit einem anderen Spiel verwechsel, aber der MapGen hier ist, glaube ich, Lua basiert. Was man auch daran sieht, dass er relativ langsam ist. Er baut die Welt also sehr langsam auf und man hört auch im Hintergrund, mein Rechner rüttelt die ganze Zeit dabei, es fuck. Ja. Weil der MapGen noch sehr unperformant ist. Ah. Sehr schön, das war cooler gefunden. Oh, Alter, wie geht's denn hier lang? LOL! Sehr interessanter Startpunkt hier. Da werde ich gleich mal den ersten Baum fällen, oder die ersten zwei. Und mir erstmal eine Spitzhacke bauen. Wie gesagt, so die Grundzüge von Mindclone, wie gesagt, ist hier implementiert. Man merkt, es fallen die Items fallen hier runter und werden dann von mir eingesammelt. Genauso hat man auch zum Beispiel das hier, dass man hier nur 4 hat und man sich trotzdem erstmal eine Workbench craften muss. Ja, deswegen, also so die Grundkonzepte von Mindclone, Mindtest, Minecraft wurden implementiert. Wie viel genau, weiß ich jetzt schon mittlerweile schon gar nicht mehr, weil ich ja schon ein bisschen rumexperimentiert habe und eingerichtet habe und, naja, eingerichtet, runtergeladen und entpackt. Ja. So, okay. Oh, hier ist auch noch was. Ja, eben, der geht auch runter. Oh, da ist aber dunkel. Na, wobei, wie gesagt, die Schluchten hier, die sind ja, ich weiß nicht, ob das jetzt wirklich nur durch den MapGen V6 kommt, vielleicht ist auch der so imperformant, weil eben, wenn mein Rechner rödelt, greift dieses Subgame wahrscheinlich auf den MapGen zu. Würde ich einfach aufgrund, achso, jetzt sind wir offen hier, ha, das war ja intelligent. Ab wieder hoch, ja. La 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 la
Wo war die andere Höhle? Da hinten, ne? Ja. Geronimo! So, was ich gerade schon sehe, es gibt gerade keine Hungerleiste. Okay. Interessant. Gut, wir haben Holz. Holz haben wir, daraus wird wieder das Ding. Genau. Mal schauen, ob es. Ja, okay. Ist also so viel implementiert, man braucht hier genauso wie bei Mindklon zwei übereinander. So wie man es kennt. Was habe ich jetzt gemacht? Ich wollte doch erstmal eine Workbench bauen hier. Bin ja mal wieder einer, ey. Ach Gott, Ronny. Wenn alle Menschen so dumm wären wie du. Wir brauchen noch mindestens einmal Holz. Dankeschön. So. Na komm. Hallo? Hallo? Emergence with finishing current web block we just generated. Oh! Oh! Okay, ja, irgendwie extrem imperformant. Ich habe den Block gesetzt, obwohl er noch quasi gar nicht richtig mit dem Generieren der Map fertig war an der Stelle hier. Lol. Aber sonst geht das eigentlich relativ schnell. Also das hier kommt relativ zackig. Hä? Ich hab doch schon... Ach, was tue ich denn hier? Oh. So, das wollte ich. Danke. So, gut. Dann bauen wir uns gleich mal hier die Kohle ab und können aus den restlichen Stöckern gleich mal die ersten Fackeln bauen. Ja, nach unten bauen ist nie eine gute Idee. Hab's gerade trotzdem gemacht. Böser Junge. Ah, Kohle. Oh! Nein! Ist runtergefallen! Nein! Ist runtergefallen! Verfluchter Scheiße! Hey, die ist doch ja nicht. Oha. Ach du Kacke. Es gibt Momente, die möchte ich nicht machen. Quatsch, nicht machen, klar. Man macht sich Momente. Achso, oh ja, okay, hier bleibt es drin. Das ist schon mal ein Unterschied zum. Also zu Minecraft. Ach gut, so tief geht es gar nicht runter. Hoffentlich komme ich auch wieder raus. Ja, wow, funktioniert perfekt. Wir brauchen noch ein Schwert, fällt mir gerade ein. Für den Fall, dass es hier doch Tiere geben sollte, vor allen Dingen Monster. Hier ist auch schon zu Ende, okay. Hier geht's wieder hoch oder auch nicht. So, damit haben wir noch erstmal die ersten Steine, um uns einen Ofen etc. zu bauen. Hallo, gehst du bitte hier hoch? Was ist denn hier los? Dankeschön. So, the questions, wie komme ich hier raus? Am besten so hier. So. Aha, hier sind wir wieder. Okay. Gut, raus sind wir schon mal. Es sind immer noch keine Tiere gekommen. Von daher gehe ich mal davon aus, dass es hier auch keine Tiere gibt. Eigentlich schade. Naja, man kann nicht alles haben. Gut, hier ging es nicht allzu weit runter. Dann suchen wir uns mal eine schöne Fläche, wo wir erstmal niederlassen. Da haben wir schon mal Bäume. Unten haben wir das Meer. Die Frage ist, A, haben die hier schon Biome implementiert? Und B, wenn sie Biome implementiert haben, gibt es hier auch Dschungel. Hier haben wir wohl noch eine Höhle. Naja, man merkt schon, der Map Generator 6, also Version 6, der macht die Höhle noch nicht ganz so schön wie der neue Sima. Aber gut.
Die Frage ist ja, wie gesagt, auch inwieweit das Subgame die Map Generator noch verändert. Aber das ist zum Beispiel, das war typisch für die Map Generator 6. Das weiß ich natürlich noch. Hier diese flachen Wasser innerhalb der Höhlen. Das ist so eine Sache, das ist Map Gen 6 typisch. Von daher liegt das also nicht an dem Subgame. Kohle, Alter. Okay, man kann ja auch nicht ersticken. Interessant. Hier ist dunkel, da gehe ich nicht weiter. Da komme ich wieder raus. Oder auch nicht. Ach komm hier. Danke. So, Blumen, sehr schön. Ich gehe jetzt mal auf den Berg rauf. Mir erstmal Überblick verschaffen. Und da sind auch wieder normale Bäume. Sehr interessant. Oh, Scheiße. Ach Mann, Alter, erstmal hier. Das Ding kommt die 2. Kriegst du eine Krise, kriegst du da ja. So. Hallo? Oh, ach. Boah, dieser Trigger Map Generator, der ist echt ein bisschen. Ist ja schon hier. Ne? So. Ich habe irgendwie nach Biom sieht es hier echt nicht aus. Also, ich glaube mal echt, dass. Na gut, eben. Ich weiß gar nicht. Kann der Map Generator 6 überhaupt Biome? Weil ich weiß noch von meinem Klon 2 her. Um dieses mit diesem Map-Gen zu ermöglichen, brauchte man direkt eine Funktion, die es glaube aber erst ab dem Map-Generator Version 7 gibt. Heißt also, mit dem Map-Generator 6 dürfte es gar nicht möglich sein, sowas wie Biome zu machen. Wenn ich es richtig in Erinnerung habe. Ich sollte mich vielleicht doch etwas mehr damit auseinandersetzen. So, hier haben wir schon mal ein bisschen Zuckerrohr. Oder Papyrus. Also, wofür auch immer wir das verbrauchen, gebrauchen werden. Oh, komm. So. Ja. Also ich schätze mal, Biome gibt es hier wirklich nicht. Das sieht alles hier gleich aus. Gut, dann können wir uns die Suche nach einem schicken Biom auch sparen. Das hat sich dann schon mal erledigt. Ja, dann werde ich hieraus erstmal nur eine Runde machen, also eine Aufnahme. Denn die nächste Aufnahme, die wird dann über die erste Version von Mindclone gehen, also das, wovon in Mindclone 2 abgestammt ist. Jo. Das wird dann aber dann kommen. Wir bauen uns erstmal hier ein schickes Lächeln. So, sollte groß genug sein. Dann bauen wir Holz. Wo ist jetzt mein Ding? Da. Oh, ich habe das andere nicht abgebaut. Ha! Siehst du? War völlig geplant, dass wir erstmal nur zwei gemacht, gleich zwei gemacht haben. So. Ein Schwert brauchen wir scheinbar doch nicht. Gibt es ja wohl doch keine Tiere hier. Schade eigentlich. Ah! Boah, ein Halm? Boah, Alter, ist aber ja ganz schön teuer hier. Ah gut, dafür kann man hier wenigstens nicht verhungern. Dankeschön. Ah, siehst du, mit der Steinhacke geht das doch schon gleich viel schneller hier. Mit der Steinaxt. Ist ja eine Axt, keine Hacke. Auch wenn ich schon wieder hackedicht bin. Dankeschön.
So, danke. Danke. Dankeschön. Okay, okay. Können wir hier Samen? Jawoll! Aha, auch per Zufall. Sehr schön. Ja, so manche Dinge hat man doch echt schon gewonnen. Nein, komme ich hier nicht mehr rüber, außer mit Sterben. Oh doch, doch, ich hab's geschafft. Digga, ich bin hier Athlet. Oh, hier noch ein paar Samen. Ich gehe mal davon aus, Mammutbäume können wir uns hier nicht züchten. Ich schätze mal, sowas gibt es hier noch nicht. Ach, reicht auch erstmal hier an Holz. Dann gucken wir erstmal, wie weit wir damit kommen. Wo ist die Fläche, die ich ausgehoben habe? Ach ja. So. Ach Quatsch, reicht mir noch lange nicht. Eben. Wie bauen wir unser Haus? Ich würde mal sagen, wir machen erstmal 6, 5, 4, 3, 2, 1. 6 Säulen. 6 Säulen at 4. Das Holz reicht überhaupt nicht aus. Wow. Leco Mio an die Arschung. Dankeschön. Aua. Arschloch. Wir brauchen also noch definitiv Holz. Wow, wetten, der Bock kommt gleich wieder. Ja. Sag ich doch. Danke dafür. Also der Mapchen ist hier echt imperformant. Da kriegt der eine Krise. Das Schöne ist, dadurch, dass sie diese Dinger mal droppen, hast du das Ding auch gleichzeitig als Indikator. Ob und wenn ja, wie stark das Ding leckt. Weil bei dem normalen Mai-Test, da war es ja so, da baust du die Sachen halt einfach nur ab und wenn das leckt, kriegst du das nur dadurch mit, dass hier unten im Hub, die Items praktisch nicht hoch oder runter gezielt werden und wenn du darauf halt nicht achtest, weil du die Zahlen halt nicht im Kopf hattest, ja, dann kann es dir passieren, dass du erstmal schon alles abbaust und dann nach 3 Stunden wird die gesamte Map zurückgesetzt, weil er dafür nichts verarbeitet hat. Weil er jetzt die ganze Zeit geleckt hat. Und das ist dann immer nicht ganz so schön. 1, 2, 3, 4. So, hier machen wir Häuser. 1, 2, 3, 4. Einfach erstmal so kleine Häuschen hier. Ne? Das ist natürlich schön hier mit dem. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. So. Wow, was mache ich? Wow. Das war natürlich komplett auf dem Buch. Ich wollte das mit Sand machen. Dankeschön. Perfekt. So, okay. So, wird das eigentlich auch wieder grün? Ich habe jetzt gar nicht drauf geachtet, aber hier sieht es erstmal nicht so aus, als wenn es wieder grün werden würde. Das wäre richtig scheiße, wenn es jetzt so bleibt. Toll, okay. Na gut, okay. Workbench, warum ist sie da oben? Die kommt gleich mal hier mit runter. So, hier so hin. Bam. Dann brauchen wir einen Ofen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Dankeschön. Oh, wow. Die gute alte Textur. Ja, die erinnert mich so ziemlich an die alte Textur von Mindtest tatsächlich. Der ganz alte Mindtest-Ofen, der sah nämlich so ähnlich aus. Nee, hatten wir noch gar nichts. Wir brauchen erstmal Holz. Na komm. Ja komm, können wir erstmal alles hier direkt auf den Kopf. Ah, mit dem 64er, damit hat er auch schon hier drin. Das ist natürlich nice. Oh, 1, 2, 3, 4. Wow. Doch, kann ich eigentlich gleich dran lassen. Wow, der hat sich schon wieder gar nicht gespawnt. Despawned. Fliegt der jetzt raus oder bleibt der da jetzt drin? Man weiß es nicht. So. Wie dem auch sei.
Scheiße. Dankeschön. Scheiße. Oh, wow. Ist ja hier. Träumchen ist das ja. So, hier kommt er in die Tür rein. Ja, Tür. Die Tür wird auch wieder dicht gemacht. Da haben wir noch Holz. Wir bräuchten auch mal ein Beet. Bitte ein Beet. So, ne, wir gehen einfach nochmal rein. Brauchen wir mal hier eine Hoe. Wobei wir sollten lieber erstmal eine Spitzhacke. Achso, na gut, haben wir noch die aus Holz. Das muss erstmal reichen. Das geht. Fuck off. Braucht so ohne Wasser wahrscheinlich das länger als dieses, als die Folge hier geht, aber gut. Ach Gott. Ach, der ist. Wow. Ja. Zahl geht auch runter, obwohl wir schon satt sind. Das ist ja nett. Das ist ja scheiße hier. So, suchen wir noch ein bisschen Gras hier. Vielleicht können wir noch mal ein bisschen Samen. Dankeschön. Das war auch eine Pleite hier. Pleite nochmal. Hallo? Oh. Das ist aber nett. Wisst ihr, ich weiß gar nicht, wie hier jetzt die Zeiten sind von den, wann die Dinger die spawnen. Die Objekte hier runterfallen. Egal, wir suchen erstmal Rasen. Wir dürfen uns einfach nicht zu schnell bewegen, sonst kriegt sich dieser Maps, der Map-Chain schon wieder in die Haare hier mit irgendwelchen Sachen. Müssen wir immer darauf achten, ob oben die Zahl rot wird. Weil das Problem ist halt bei dem Rasen, wir kriegen halt, wir kriegen halt leider nicht mit, ob wir deswegen nichts bekommen, weil wir halt nichts bekommen, wegen Zufall und so. Oder weil einfach der Map-Chain schon wieder hinterher hängt. Von daher. Dankeschön. So, jetzt machen wir hier nochmal zwei hin und dann ab damit. Muss reichen. Erstmal. Okay. Ich würde mal sagen. Ich würde mal sagen, wir überlassen jetzt das Feld erstmal sich selber und gehen nochmal ein bisschen auf Höhlentaucher. Ah, das wird nicht mehr grün. Das ist ja scheiße. Ah, super. Dann wäre die Frage, wie man das manuell wieder grün bekommt. Weil Rezeptbuch gibt es leider noch nicht. Ich kriege also nicht drauf, wie man jetzt sich da so eine Blöcke baut oder ob das überhaupt, wie gesagt, geht. Gut, mal gucken, ob hier ein relativ guter Einstieg ist. Ja, doch, sieht gut aus. Wir sollten uns hier wirklich mal eine Fackel setzen, damit wir später wissen, wie wir hier rauskommen. Egal. Interessiert ja. Oh, man kriegt nicht mal Fallschaden-Sound. Ist ja langweilig, man kriegt also nur diesen Red-Screen. Aha, das sieht doch schon mal ganz einladend aus. Gut, dann bauen wir uns die direkt mal runter. So, mal die erste Fackel hinsetzen. Danke. Aha! Erster Mineralstoff.
Oh, wow. Okay, fuck. Wir brauchen also, wow, man braucht auch dafür schon eine hörwertige Spitzhacke. Und nicht nur so einen Lumpensack, wie wir hier haben. Aus ein bisschen Presspappe zusammengebaut hier. Gut, da kommst du weg. Ja, okay. Wir fangen praktisch die Spitzhacke schneller auf, als wir sie wieder abwerfen können. Mist. Na gut. Ist auch egal. Dann behalten wir sie als für immer. Und ewig. Der wird aber unser Inventar ganz schön. Hallo? Ach so, mit Umschalt geht hier gar nicht. Das ist ja hässlich. Na gut. Komm, fuck off. Wir brauchen erstmal Holzstöcker hier. Wisst ihr was? Komm hier, wir nehmen erstmal so ein bisschen Bündel. Gibt's hier gleich einen Mengenrabatt. Dankeschön. Und jetzt nochmal danke. Danke, danke. Okay. Oh, es wird schon dunkel. Ein Glück gibt es hier keine Tiere. Wir wollen uns trotzdem mal einen Weg ausleuchten. Apropos ausleuchten, habe ich noch? Ja. Das war schlau. Danke. Schön. Egal. Wir machen mal. Da. Da. So, wo war jetzt der Eingang? Der war doch hier irgendwo, ne? Ja. So. Alter, ich baue das hier mal ein bisschen ordentlicher ab. Erstmal die Holzhacke leer machen. Gute alte Schule. Jawohl, Eisen! Oha, eine Höhle. Wir lassen die Holzspitzhacke erstmal hier links liegen, die ist mir etwas, doch etwas verlangsamt. Packen wir später in die Kiste als Backup-Waffe sozusagen. Naja, später in die Kiste. Das Let's Play ist ja sowieso quasi schon vorbei. Gut, ich finde es echt schade, dass es hier keine Tiere gibt. Weil, wie gesagt, Tiere belebt natürlich so etwas ungemein. Glück mal, das muss ich keinem sagen. Aha, hier geht es noch weiter. Was? Scheiße, Alter. Danke. Oh, doch, da kommen wir wieder raus. Oh, hier ist schon Ende. Na gut, hier können wir zumindest weiter. Hier sind wir schon relativ tief. Bei minus 32. Vielleicht finden wir hier noch was Schönes. Ich meine, auf die Höhe von Diamanten kommen wir wohl kaum noch. Das brauche ich mir erst gar nicht einreden. Das wäre Tagträumerei. Wobei es draußen gerade garantiert schon mittlerweile Nacht ist. Oh, Kohle. Komm, das mache ich auch mal ab. Danke. Wo kommst du erstmal hin? Ach, so dumm ist das nicht. Ach, wow. Jetzt kommst du da hin. So. Hä? Was ist hier? Ach hier. Der muss weg, der muss weg, der muss weg. Na komm. Tja, wofür kommt ihr? Ich weiß nicht, ob ich jetzt noch weiter baggern soll hier. Na gut, komm, wir gehen erstmal wieder raus hier. Ich will hier gerne raus. Scheiße.
Geronimo, 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 Geronimo. Scheiße. Ja, komm. Fuck you, das war doch gut. Da, so. Rauf da. Perfekt. Ach, komm. So, da rüber. Und jetzt sind wir. Oh, scheiße. Da. Draußen ist immer noch dunkel und wir haben noch kein Monster gefunden. Also es gibt hier nicht nur keine Tiere, sondern auch keine Monster. Das ist zumindest, ich sag jetzt mal, beruhigend, wenn es auch immer noch schade ist, dass es keine Tiere gibt. Das hätte schon gewachsen, ne? In der Nacht sowieso nicht. Ich glaub mal, das ja, so viel verlangt. So, dann schmeißen wir das hier schon mal rein in den Ofen. Kohle kommt da rein, das kommt da rein und dann haben wir schon mal zumindest eine Eisenspitzhacke. Ja. Ach komm, komm hier. Ganz ehrlich. Bitte ohne größer als. Danke. Vielleicht wächst ja hier noch, doch noch ein bisschen was. So, drei Eisen. Ach man, Alter, dass diese Umschalttaste nicht funktioniert. Die Umschalttaste ist so bequem, kann ohne der quasi überhaupt nicht leben. Da. Dankeschön. Und die nächste ungebrauchte Sache. Item. Mir fällt gerade auf, das kommt bitte nach da. Dankeschön. Ja, hier keine Unordnung haben. Mhm. Eisenhacke haben wir auch schon mal. Das ist schon mal relativ nicey-dicey. Ja, wie es aussieht, brauchen die Dinger echt Wasser. Das ist hier verdammt langsam. Warum kriegt er nicht zurück? Ach, scheiße. Gut, dann müssen wir also neue suchen. Dann gehe ich mal runter an den Strand und pflanze sie mal da ein. Angenommen, wir finden hier noch welche. Da ist noch eins. Ah, war eine Pleite. Auch eine Pleite. Ich bin gleich pleite hier, wenn es weitergeht. Auch eine Pleite. Sag mal, hallo? Was ist denn hier los? Ah, Glücksspiel kann süchtig machen hier. Aber irgendwie scheint es doch sowas ähnliches wie Bioma zu geben. Zumindest sowas wie eine Wahrscheinlichkeitsverteilung. Weil da sind viele Bäume, hier sind gar keine Bäume. Aber irgendwie ist ja, das hat ja jetzt nichts mit Biom zu tun, wo jetzt Bäume sind und wo nicht, sondern höchstens, wo welche Bäume sind. Weil eben, das, ob Bäume da sind oder nicht, das ist einfach auch mit so einer Rauschfunktion ermittelt, also mit so einer Zufallsfunktion, die intern auf einer Rauschfunktion basiert, wie alles andere hier praktisch auch, genauso wie die Berge und so. Die werden auch alle per 2D-Noise oder 3D-Noise erstellt. Der Rasen wächst von alleine. Läuft. Wir haben keinen einzigen Samen bekommen. Was ist denn hier los? Ich will alle gleich. Vor lauter Rumrennen weiß ich jetzt gar nicht mehr, wo wir eigentlich wohnen. Aber das muss doch für die Richtung gewesen sein, oder? Ja, da. Sag ich doch. Ha! Bin ich gut, oder was? Alter! Ja! Wow! Einsam! Ey, ich bin begeistert. Können wir es wieder da einpflanzen, wo wir den alten abgebaut haben. Aber ich hätte gerne noch welche am Strand. Jawoll! Was wir pflanzen. So. Einer kommt wieder. Okay, ist wieder weg. Na gut, dann gehen wir direkt am Strand und pflanzen es mal ein. Gucken, ob es da schneller wächst. Wow, ich darf den nicht zu hart runterspringen. Ich meine, ich habe nur drei Äpfel dabei. Das wird ansonsten ziemlich wehtun. So. Danke. Ah ja, siehst du, jetzt wird es auch feucht und vielleicht wächst es jetzt.
Weil ich weiß, dass es auch ohne Wasser wächst bei Mindclone 2. Zwar langsamer, aber eben es wächst halt. Die Frage ist halt nur, ob es hier genauso ist oder ob es hier einfach gar nicht wächst. Ich kann ja nochmal nachgucken. Es sieht eher so aus, als wenn es gar nicht wachsen würde. Was natürlich schon hammerschade ist. So, aha, hier wächst das erste. Das ist schon direkt gewachsen. Sehr schön. Wachs schneller. Ich brauche Brot. Kann man eigentlich hier auch schon was machen? Zucker oder so? Nein. Nein. Kann man nicht machen. Schade eigentlich. Aber wahrscheinlich ist das dann wirklich so Mindtest-like, dass man daraus dann aber dafür Bücher machen kann oder sowas. Gucken wir mal, ob wir noch mal ein paar Samen haben. Vor allen Dingen ohne Tiere kann man sich auch gar kein Bett machen, weil man hat ja gar keine Wolle. Also der Zufallswert ist echt sehr niedrig gesetzt. Ob man damit Samen bekommt oder nicht. Das ist hier echt eine. Ist schon Grauzone, ne? Scheiße! Boah, Alter! Fuck! Ich dachte, da kam schon das Wasser. Ich wollte so schön ins Wasser springen, aber hier ist ja noch ein bisschen Sand. Da werden wir schön hart aufgeschlagen. So, hätten wir nie überlebt. Ja, das erste wird schon. Sehr schön. Das ist nochmal Wachstum. Echt mal. Wachstumsrate wie mein Schwerten abonniert. Eine Höhle, das war schön. Hey, wie gesagt, hier das extrem zerklüfte, das ist halt so typisch Map Generator Version 6 mäßig, das ist halt bei jedem so. Schade, dass das Spiel nicht unter dem Map Generator 7 läuft. Weil ich finde persönlich die schönsten Map Gens sind Version 5 und Version 7. Gut, Version 5 hätte ich auch mal testen können. Aber Version 6 hat viele geile Improvements. Gegenüber dem 5er definitiv, sonst wäre es ja keine neue Version. Hat aber auch so viele Sachen, wo ich persönlich sage, na, gefällt mir nicht so ganz. Ist das schon fertig? Nee. Wow, man bekommt echt. Wow, mein Gott. Oh Gott. Na gut, komm. Ja. Beziehungsweise, was mache ich hier? Kann ich hier gleich wieder direkt entfernen. Und ich kann mal ganz kurz testen, ob es vielleicht mit dem 5er läuft. Ja, mit dem 5er läuft es nämlich auch nicht. Wow. Okay, dann ist also wirklich nur mit dem 6er. Genau so sieht es nämlich auch bei dem Map Generator Version 7 aus. Schade eigentlich, aber gut. So ist das dann wohl. Gut. In dem Sinne würde ich mal persönlich sagen, das war's. Einfach nochmal die Übersichten. Adset, Meister und Workbench, die Antikards. Oh, man kann sogar mit dem Bahn fahren. Fancy Steel, anders drin, Better, Maximum, ja. Okay. Und man hat eine absolute Höhe, aber keine absolute Tiefe, wie es aussieht. Okay. Oh, es gibt sogar ein Letter. Und Bett gibt's auch, Bett und Kompass, okay. Ja. Some Basics Redstone. Achso, gut, okay. Stark noch in Arbeit. Changing all digits, times to the be more MC likes, edge, chance, movement, physics tweaked. Und welche Netamod verwendet die denn? Die ganz neue? Oh doch, sieht schon nice aus. Naja, also wie gesagt, jeder, der Bock hat, kann er gerne mal reinschnuppern. Ich sage in dem Sinne erstmal, schau mit V.